So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Aiko. Weiter geht's. Ja, wir haben hier das letzte Mal ja schon mal eigentlich uns ganz kurz umgeschaut. Leider bin ich aber dumm verreckt. Sagen wir mal, wie es ist. Und ja, ich hatte mal kurz nachgeschaut bezüglich dieser geheimen Waffe, die wir hier finden könnten. Und ja, ich weiß jetzt wieder, wie es geht, glaube ich zumindest. Das Tutorial fing da unten an. Guck mal, da erkennen wir schon die Kante der Speicherbank. Aber da kommen wir jetzt wohl noch nicht so einfach hin. Aber okay, ich schaue noch mal da oben lang, glaube ich. Oder will ich jetzt erstmal nach unten? Ich weiß es nicht so ganz. Ich kann auch da runter, interessanterweise. Ah, zu viele Wege. Fällt mir nicht. Bleib du erstmal da. Ich schau mal hier. Ja, im Endeffekt ist es gar nicht so schwer. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass man da so voll Sachen bedenken muss und so, aber nee. Muss einfach nur eine kleine lustige Sache machen. Das werdet ihr dann gleich sehen. So. Ich habe übrigens ein Video gesehen, man kann doch irgendwie schwingen. Aber ich weiß nicht wie. Na egal, wir machen es so. Sollte ja auch funktionieren. Sehr schön. So, jetzt bin ich hier. Bringt mir das was, ist die Frage. Weil sie da hinten jetzt halt alleine ist, ne? Ah! Das war ja alles ein bisschen komplexer auf jeden Fall in dem Bereich. Aber wir kriegen das hin. Wo bin ich hier genau? Ja, ich weiß nicht so ganz, ob ich hier hin möchte, um ehrlich zu sein. Ah, das war auf jeden Fall das ganze Rätsel hier. Ja, ja, ja. Nee, ich drehe lieber nochmal um. Ich drehe nochmal um. Und kehre zu ihr zurück. Beziehungsweise ich gehe da unten mal lang. Ich glaube, das ist dann doch erstmal besser, oder? Ich weiß es nicht. Fast gestorben. Beziehungsweise ich kann ja auch noch... Wobei, komme ich nach unten? Glaube nicht, ne? Ach Mann, ey, ist doch alles hier schwierig. Oh Gott. Jetzt bereuen, was ich hier tue. Wahrscheinlich bringt das überhaupt gar nichts. Ich muss doch erstmal was machen. Das dauert alles sehr lange, denn ich kann mir kaum vorstellen, dass ich die jetzt so lange hier lassen soll, um ehrlich zu sein. Hi. Ach, wie soll ich die überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung. Oh. Wo landen wir denn hier? Wasser? Irgendwie ist das Geräusch vom Wasserfall weg. Weiß nicht, ob das so sein soll. Um ehrlich zu sein. Okay, hier sind wir bei der Speicherbank, aber ich habe sie ja jetzt nicht hier. Oh, das fuckt mich gerade für ab. Was tust du? Ist da noch nicht hoch? Ich kann auch hier hoch. Oh, scheiße, Alter, ich erinnere mich nicht mehr. Geh jetzt da vorbei, Junge. Danke. Ich kann hier einfach hochklettern. Oh, doch nicht. Okay, dann muss das Wasser wohl erstmal verschwinden. Das Wasser, das keinen Sound mehr macht. La, 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 la. So, ich bin auf jeden Fall hier unten. Möchte ich das, ist die Frage. Ach so, natürlich will ich das. Warte. Jetzt habe ich hier den Fahrstuhl. Ah, warte mal, ich bin nur auf mittlerer Ebene. Nein, ich bin nur auf der mittleren Ebene, ne? Aber nee, ist ja nicht schlimm, weil hier ist ja die verschlossene Tür und ich glaube, die kann ich jetzt von hier öffnen, oder? Ja, okay. Dann ist ja alles cool. Get over here. Dann fahren wir wieder ganz entspannt runter.
Dann können wir uns zusammen auf die Speicherbank setzen. Ach, schön. Und von da aus dann dieses herrliche Rätsel lösen, möchte ich es nennen. Ganz, ganz herrlich. Sie klettert hier alleine hoch, das ist schön. So, ich hoffe, ich schaffe es noch in der Folge, bis zu der Waffe überhaupt zu kommen. Es könnte nämlich sein, dass es gar nicht mehr funktioniert, weil das ist noch ein ganz schön weiter Weg. Beziehungsweise ganz viel Rätsel dazwischen. Aber mal gucken. Setz dich hin. Nicht auf mich. Ausnahmsweise mal nicht. X-Hämmern. Ha! Ja. Mir ja, war ich verrückt. So. Dann versuchen wir es mal. So. Dass dieser Wasserfall-Sound jetzt einfach weg ist. Was ist das denn? Komm her. Super. Dann gehen wir runter. Ganz entspannt. Ich hoffe, du kommst direkt mit. Sehr gut. Ja, so in etwa. So, du bist jetzt hier auf jeden Fall. Ja, du bleibst mal hier unten. Das weiß ich nämlich noch. Dich hole ich gleich nämlich anders wieder runter. Ich habe runterholen gesagt. Funny. Ja, genau. Ist ja noch alles ein Raum hier. Dann gehe ich jetzt mal da oben wieder raus. Denke ich. Auch wenn ich gerade ein bisschen, naja, unsicher bin, weil ich muss eigentlich nach unten. Ich will auf jeden Fall auf den Boden der Tatsachen. Auf den grünen Boden da unten. Hey. Ah, hier ist eine Leiter. Ja, na dann. Das ist ja gar kein Problem. Hey. Entspannt. Okay. So, hier ist nämlich eine Kiste. Irgendwo. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Da hinten ist die Kiste. La 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 la. Oh mein Gott, das wird ein langes Schiebeabenteuer. Aber geht eigentlich. Ich finde das sehr nett, dass das Schieben in dem Spiel relativ schnell geht. Ich schiebe es genau vor so ein... Oh, Alter, ich bin so gut. So. Bang. Dann komm mal hoch. Haben wir dich schon mal? Haben wir dich schon mal, das klingt auch. So, wieder hoch. Du kommst mit. Muss stehen bleiben, damit sie mitkommt. Okay. La 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 la, Ladezeiten. Das ist ja quasi eine Ladezeit eigentlich, ne? Mein Gott, die geht so langsam. Es ist wirklich furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Da kann er nur noch ranzoomen. Eigentlich ganz witzig, ne? Das ist immer so ein Ramzoom. Ramzoom. Ja, Rammstein. Ranzoom-Funktion gibt, die man irgendwie nie nutzt. Mann, sehe ich hässlich aus. So! Ich meine komischen Hörer an. Oder meint, das ist so ein Helm, aber nein. Ich hab das einfach. Ich bin anders. Eine Ode auf das Anderssein ist dieses Spiel oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich hätte jetzt nicht so Bock auf Hörner, muss ich trotzdem sagen. Zip. 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 Dankeschön. Kommen Sie mit. Können Sie rausgucken. So, mit ihr traue ich mich nämlich schon viel mehr, dieses Rätsel hier hinten zu lösen.
nicht, weil sie mir hilft oder sie da ist, mich moralisch zu unterstützen, sondern einfach nur, damit sie nicht entführt wird in der Zwischenzeit. So. Genau, ist nämlich hier. Ich weiß es gar nicht, ob ich das jetzt schon machen kann. Ich probiere es mal. Seht ihr diese Wand hier? Die ist ein bisschen sass, ne? Die ist ein bisschen andersfarbig. Wie hier rangehen? Ja, okay. Doch, guck mal. Haha. Das ist interessant, wa? So. Ach so. Ach, nee. Never mind. Okay. Ja. Ich weiß. Ich brauche noch was. Aber kein Problem, das kriegen wir hin. Das ist nämlich gleich Michael sogar. Naja. Mehr oder weniger. Okay, Rätsel lösen. Wo geht das los hier? Ich erinnere mich an die Scheiße hier mit diesem Flock da. Das wird lustig. Ein lustiges Unterfangen. Ich kam von da, ne? Aus dem Fenster da. Okay, dann hier hoch. Tap. Heppa. Ich hab gedacht, heppa. Oh, ich hasse alles. Danke. Ja, es kommt diese Kletterpassage hier, wenn man runterfällt, ne? Hm, aua. Ist ein bisschen anstrengend. Aber gehört dazu. Das gehört dazu. Schade, dass ich nicht einfach raufklettern kann und so rüber balancieren kann. Aber da ist der Junge wohl zu ängstlich für. Aber dass er hier einfach schon so sich langhangeln kann, ist schon krass genug. Ich kann das nicht. Das können die wenigsten, glaube ich. Alter. Ihr eigenes Körpergewicht auf diese Art und Weise zu tragen. Bro, halt dich einfach fest. Boah, diese Steuerung ist manchmal echt anders. Danke. Hä? Man gewöhnt sich tatsächlich dran an die Steuerung. Am ersten Mal bin ich hier, boah, Alter, da bin ich, glaube ich, wahnsinnig geworden manchmal. Mit Dingen, die hier passieren. So, hallo Hebel. Du gefällst mir, was machst du? Du aktivierst es schon direkt. Okay. Hi! Hi! Aber warum kann ich hier noch weiter klettern, ist die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle. Ich laufe für gar nichts, oder? Warum kann man da raus? Okay, das ist gar nichts hier. Warum ist da so ein... Na egal. Wieder zurück. Kommando zurück. Die Geister da unten rum. Sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Geist, ne? In ihrem weißen Kleidchen. So, dann halt hier runter. Wofür ist die Treppe da, ne? Leiter, Entschuldigung, nicht Treppe. So, jetzt kommt nämlich der witzige Part. Wo man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt immer drauf kommt, dass das jetzt gerade Sache ist. Aber ihr seht ja diesen lustigen Flock hier. Und vielleicht kann man sich schon denken, was wir machen müssen. Wir müssen... Oh, ja. Im richtigen Moment springen. Ja. Im richtigen Moment ist es nicht leicht. Das ist, glaube ich, auch das, was mich im Speedrun echt abgefuckt hat. Da dann wirklich zeitnah zu springen. Weil das natürlich unfassbar viel Zeit kostet. Sag mal, jetzt kriegst du aber echt nicht geschissen hier, ne? Aber ich stehe auch irgendwie ein bisschen doof, glaube ich. Haha, nein. Das war es leider noch nicht. Alter, ich krieg's halt echt nicht geschissen. Unfassbar. Ah. Hm. Sag mal. Hm. Dann muss man nochmal springen. Am tiefsten Punkt. Nee. Eigentlich sogar vorher wahrscheinlich, ne?
kommt der Sache schon näher. Ja, herrlich, okay. Boah. Ja, da denkst du halt auch so, wenn du es ein paar Mal versuchst, so, hm. Irgendwie, nee, das scheint es nicht zu sein. Doch. Doch, genau das. Ah, jetzt sind wir bei dem Wasserrad hier. Jo. Was jetzt, glaube ich, erstmal irrelevant ist. Okay. Ich glaube, das öffnet jetzt die Tür, ne? Genau, genau, genau. So, und jetzt müssen wir nämlich hier. Ich erinnere mich an den Baum. Pass mal auf. Genau, zack, fällt nämlich so ein lustiges Ding runter. Hebst es auf. Danke. Wie so eine Bombe trägt das. Sieht sehr lustig aus. Wir haben da ja diese lustige Einbuchtung gesehen, ne? Ja, ja, ja. Und eventuell muss wieder einfach rein. Diese Kugel. Oder dieser Stein oder was auch immer das jetzt genau ist. So, ich weiß nicht, ob ich das einfach reinstellen kann hier. Hm. War das nicht so? Ich bin mir eigentlich relativ sicher. Junge. Alter, man kann so gefühlt gar nicht laufen, ne, wenn man das... scheiße. Oh. Ich habe das YouTube-Video doch noch offen hier, glaube ich, oder? Ja. Guck noch mal ganz kurz weiter. Stein um Stein. Oh Junge, verschieb das Ding noch richtig. Ach, never mind. Ich glaube... Ah. Ich glaube... Ja, okay, okay, okay. Da hätte ich auch gerade drauf kommen können. Fräulein, komm mal her. Das Stein ist einfach nur zusätzliches Gewicht. Damit wir schwer genug sind. Ja, 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 ja. Oder auch nicht. Hä? Ach, keine Ahnung. Ich leg's mal mit drauf. Okay, es ist komplett unnütz. Wir brauchen den Stein gar nicht. Glaube ich. Hä? Achso, oder wir müssen den Stein jetzt da reinwerfen. Ich glaube, so ist das gedacht. Mein Gott, wie kann man alles vergessen? Wirklich unfassbar. Bonk. Kann er überhaupt so hochwerfen? Kann der Boy das überhaupt? Ja, doch, okay. Bitte roll nicht runter. Oh Gott. Dankeschön. Okay, müssen wir uns gut platzieren diesmal. Ach, die Steuerung ist irgendwie so weird, wenn man sich... Ja, okay. Wenn man sich mit dem Ding dreht. Juhu! Wirft einfach wer so ein Ding da rein. Was wäre passiert, wenn sie da gestanden hätte? Tot. So. Ja, ist jetzt halt ein Morgenstern, ne? Toll. Morgenstern, genau, eine Keule. Eine Streitaxt, was auch immer. Du darfst übrigens wieder mitkommen. Die ist halt ganz gut mächtig, denke ich. Aber gucken, wie lange wir die behalten, bis ich sie irgendwann verchecke, sie mal wieder mitzunehmen. Das kann passieren. Okay, ja, sind wir jetzt auf jeden Fall hier. Mal schauen, was wir jetzt hier noch managen können. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Und ich glaube, ich weiß auch noch, was wir mit der machen müssen. Oh, mit diesem Wasserrad. Da war irgendein Bullshit gleich auf jeden Fall. Irgendein Bullshit. So, das können wir nämlich ins Wasser schieben. Frage ist, will ich das? Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, es ist nämlich der Trick. Ja. Das ist jetzt ein bisschen Spoiler hier, fast schon. Aber wir lassen das Wasser gleich ab, glaube ich. Und wenn man das halt vorher macht, dann muss man das Ding halt selber runterschieben. Aber so können wir uns ein bisschen was sparen. So, das war nämlich hier mit. Ah, das ist so eine Scheißstelle. Das war nochmal das Problem hier. Ich kann doch... Okay, ich bin rübergekommen. Ist das jetzt klug, ist die Frage. Ah, never... Ah, okay, nein, nein, nein. Okay, okay, okay. Ja, 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 doch. Jetzt habe ich den Browser auf. Jetzt sehe ich gar nicht, wie lange die Folge schon geht. Ja, wegen so einer Scheiße nämlich. Nicht wieder raus, danke. Die Stelle ist scheiße. Wir haben nämlich so diese richtig... viel zu klankige Steuerung des Spiels zu tragen, ja. Man merkt es vielleicht. Wie lange geht die Folge jetzt? Oh, geht schon über 20 Minuten. Ja, okay, ich werde das jetzt auf jeden Fall doch fertig machen. Wenn wir hier gleich das haben, dann sind wir auch wieder im Speicherraum. Dann sollte das ja eigentlich problemlos gehen. Ich hasse es, ne? Das ist so dumm. Dass ich es jetzt beim ersten Versuch direkt geschafft habe, aber dann verpeilt habe, richtig abzuspringen. Weil ich nämlich nicht drüben muss, ich muss da oben lang. Danke. Bitte kletter rauf. Ja. Es ist so furchtbar. Es ist so scheiße. Meine Güte. Aber immerhin habe ich die Keule gefunden. Ja, danke. Okay, Zeit lassen ist tatsächlich das Geheimnis. So, welche Richtung? Keine Ahnung. Ich drehe mal einfach durch. So lange wie es geht. Es wird irgendwie dunkel, oder kommt mir das so vor? Es ist immer so geil in Videospielen, ne? Du machst irgendwo so einen Damm vor und das Wasser einfach instant weg. Komplett. Okay. Autsch. So, jetzt komme ich hier hoffentlich einmal wieder raus. Wobei, selbst wenn nicht, ist mir auch egal. Genau, wir müssen nämlich eh hier weg. Wir müssen weg von hier. So, weiter. Für mich, ich wollte mir gerade nur Joke Eier kratzen während dieser Cutscene. Die haben mich gerade ein bisschen gejuckt und dann war ich doch nicht weit genug. Komm runter. Get over here. So, dann gehen wir jetzt speichern und beim nächsten Mal können wir dann, denke ich, ganz nach unten gehen. Ich weiß gar nicht, wie man überhaupt ganz nach unten kommt, aber irgendwie kommt man ganz nach unten. Behaupte ich jetzt einfach mal. Auch mit ihr, würde ich behaupten. Wir können dann sicherlich mit der Kiste, mit der, die wir jetzt nach unten geschoben haben, die jetzt da unten ist, guck mal. Ja, jetzt, wo das Wasser weg ist, können wir da nämlich durch. Wunderbar. Aber wir müssen jetzt erstmal den Weg nach unten finden. Kann man einfach... Doch, wir können einfach nach unten gehen, ne? Wir können einfach nach unten gehen, okay. Cool. Cool, cool. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. Setz dich, wir gehen speichern. Und wir haben die Streitaxt. Das finde ich super. Dass mir das noch wieder eingefallen ist. Also ich wusste, dass es sie irgendwo gibt und als ich dann den Raum gesehen habe beim letzten Mal so, ah ja, ja, hier war das. Ja, ja. Mein Hirn funktioniert doch noch ein bisschen zumindest. So die letzten paar Reste. Finde ich gut. Ja. Dann sage ich auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns genau hier wieder. Bis dahin. Ciao.